gekriegt worden, ins Leben gestellt. Hier die Frau Melanie Flowers, ich lese ein bisschen vor, das kann ich mir nicht alles sehen. Mitglied der Flowers School of Technology and Management Limited und Gründungsmitglied von Maliberia Bo. Maliberia Bo ist ein gemeinnütziger Verein in Gründung. Darüber werden wir nachher noch mehr hören. Herr Michael Flowers. Und heute werde ich einen kleinen Überblick hauptsächlich über die politische, geschichtliche Entwicklung von Liberia zeigen, aber auch noch andere kleine Kultursätze dazu zeigen, um was es heute geht. Den Überblick über den politisch-historischen Verlauf, dann ein paar Fakten über Liberia ganz kurz, dann über die Bürgerkriegsjahre, über den Wiederaufbau von Liberia und über Bildung in Liberia und in der Diaspora und dann noch kurz über unseren gemeinnützigen Verein in Gründung, Maliberia Bo. Hier sieht man, wo Liberia ist. Das ist in Westafrika, wie Herr Levertin schon gesagt hat. Hier sieht man es noch ein bisschen näher, dass Liberia zwischen Sierra Leone, Guinea und der Elfenbeinküste liegt. Und hier sieht man noch eine nähere Landkarte. Ich habe jetzt ein paar wenige Bilder von bekannten Liberianern. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name bekannt ist. George Okonkwo war ein Fußballspieler, der international sehr erfolgreich war. Er war der erste Fußballspieler, der Weltfußballer des Jahres 2 Jahre hintereinander war. Und er ist 2005 einer von den Präsidentschaftskandidaten in den liberianischen Wahlen gewesen. Dann habe ich hier Lima Gbowee. Haben Sie vielleicht davon schon gehört, von der Dokumentation Bring the Devil Back to Hell? Darum geht es um Frauen, die sich für den Frieden engagiert haben und damals Charles Taylor, den Präsidenten von Liberia, unter Druck gesetzt haben, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen. Ich habe kurz den Movie-Trailer von Bring the Devil Back to Hell. Kennen Sie vielleicht auch, Hans-Jürgen Massakoe ist ein Deutsch-Liberianer. Er hat ein Buch zu Mega Mega Schornsteinfeger herausgegeben. Er ist während dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufgewachsen und er hat darüber ein Buch geschrieben. Und dieses Buch wurde auch verfilmt, was man jetzt hier dieses Foto sieht von den Schauspielern mit Hans-Jürgen Massakoe. Das ist einmal eine anfängliche Karte von Liberia. Sie wurde früher die Pfefferküste genannt, weil ein bestimmter Pfeffer in Liberia gefunden wurde, hauptsächlich von den Portugiesen. Die haben dort ihre Handelsposten errichtet und haben dann dementsprechend, sieht man auch, die ganzen Städte an der Küste mit portugiesischen Namen benannt. Liberia, the Land of Liberty. Man hört schon am Namen Liberia, dass es sich von Liberty ableitet. Die American Colonization Society war eine Organisation in Amerika, die hauptsächlich die Interessen von ehemaligen Sklavenhaltern unterstützt haben. Und sie wollten die freigelassenen Sklaven in Amerika nach Afrika zurückbringen. Deswegen haben sie einen Landstrich in Liberia gekauft und haben dort etwa 11.000 freigelassene Sklaven angesiedelt. 1847 haben dann diese Siedler die Unabhängigkeit von Liberia erlangt. Und wie Herr Levertin schon gesagt hat, es gab schwierige Beziehungen zwischen den Einheimischen und den Siedlern. Dadurch, dass die Siedler immer weiter in das Landesinnere vorgestoßen sind und die Einheimischen dadurch Land und Ressourcen verloren haben, ohne dass ihnen politische Legitimität zugestanden wurde.
Flagge. Das ist die liberianische Flagge. Man sieht schon, dass sie der amerikanischen Flagge sehr ähnlich sieht. Die 11 Streifen stehen für die 11 Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung und der Stern steht für die Freiheit. Das ist jetzt die aktuelle Einwohnerzahl von Liberia, etwa 3,5 Millionen. Da sieht man die ethnische Zugehörigkeit. Man sieht, dass die meisten ethnischen Gruppen sich zwischen 8 und 9% befinden, also dass es keine ethnische Gruppe gibt, die jetzt dominant ist. Die Vergleich jetzt zu den Americo-Liberians, es sind etwa 95% einheimische Bevölkerung und 5% Nachfahren der Siedler. Englisch ist die Amtssprache und dann hat jede ethnische Gruppe noch ihre eigene Sprache. Man sieht bei der Religion, dass es hauptsächlich Christen sind, das liegt bei 80%. Und die anderen Religionszugehörigkeiten sind eher sehr wenig. Zur Kultur habe ich zwei kleine Videoclips dazu